Hallo Leute, mein Name ist Alex und ich heiße euch wieder einmal ganz herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play The Witcher 2. Wir müssen die Höhlen nach dem magischen Traumartefakt durchsuchen und dabei ganz viele Harpien schlachten. Leichteste Übung, oder? Ja, ich denke auch. Gut, ich kann da nicht lang, ich muss hier lang. Nester muss ich auch nicht mehr zerstören, schließlich habe ich genug Harpien-Nester mittlerweile für die andere Quest erledigt. Oh. Was kommt jetzt? Die Super-Harpie? Mama-Harpie? Oder Harpühe, wie man es auch mal nennt. Ah, da ist es! Was wird das? Das verheißt nichts Gutes. Das Königshaupt. Bring es Sheila, du weißt wohin. Sie gibt dir Geld und weitere Befehle. Schwer. Wie soll ich damit durch den Wald kommen? Ich kann ja kaum das Schwert ziehen. Du gehst unbewaffnet, in einfachem Gewand. Lass dich möglichst nicht sehen. Wenn jemand Fragen stellt, dann bringst du der Zauberin eine Wurst. Ist doch lächerlich. Es stinkt nach Essig. Wird einen festen Sack brauchen. Na los und jammer nicht. Wir haben keine Zeit. War das ein Traum? Okay. Finde das Artefakt der stärksten magischen Aura. Ah. Und der Traum war eindeutig von Leto. Wow. Hilfe. Gottes Willen. Quen? Jetzt dieser Adrenalinkram, der wäre echt praktisch, glaube ich. Aber jetzt ist auch schon zu spät. Jetzt sind die Viecher schon fast alle tot. Nein! Nein! Okay. Wer kann auch ahnen, dass da gleich Tausende kommen? Das war echt ein bisschen sehr hart. Ja, lade den aktuellen Spielstand bitte. Bitte. Das dauert immer so lange, finde ich. Das Laden weniger, eher dieses vom Tod, bis er endlich mal anfängt zu laden. Was ist eigentlich effektiv gegen Harpien? Das muss ich gleich nochmal raussuchen. Nein, das stand nicht hier. Das steht in meinem Charakterfenster. Merkmale und Wissen. Harpien. Genau. Igni-Zeichen sind hier ein probates Mittel, weil sie leicht rasch Feuer fahren in den Flügeln. Bla 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 bla. Alles klar. Gut, ich speichere mal und was kann ich denn für eine Aufwertung hier raufpacken? Irgendwas hier so, keine Ahnung. Hier, was die brennen lässt, ziemlich leicht. Erhöht Blutung. Ach, Streich drauf. Ein Schleifstein wird's auch richten. Und Öl? Kann ich das eigentlich gleichzeitig benutzen? Nein. Scheiße. Egal. Oh, ich hätte vorher mal Quen aktivieren sollen. Jetzt komme ich auch wenigstens hier raus. Zumindest cleverer. Und jetzt tanzender Stern. Ja, brennt ihr Hübschen.
Eine Kartätsche ist, glaube ich, auch keine üble Idee. Ah, schnell. Noch eine Kartätsche, ich habe davon so viele. Vielleicht ist mein Adrenalin voll. Dann. Drücke X. Alles klar. Yeah. Cool. Das war's? Ich dachte, ich töte jetzt 1000 auf einmal. Wow. Lass mich in Ruhe. Auf Trakapienkönigin? War die hier auch gerade dazwischen oder was? Oh, gar nicht gemerkt. Naja. Gut, ich glaube, wir haben jede Menge Kram zum Aufheben. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass da auch mehr als genug Federn dabei sind. Bisher habe ich nichts von einer Königin gelesen, irgendwas Spezielles. Harpyie. Ein spezielles Schwert? Aha. Wow, gar nicht so übel. Aber meinst du, Schaden gegen Harpyien plus 12%. Nicht übel. Nee, ich bin mit meinem ganz zufrieden. So, was übersehen? Na, sieht nicht danach aus. Okay, jetzt benutze ich meinen Projektor und setze den Kristall ein, den ich jetzt schon habe. Ja. Ein blauer Kristall, genau. Zeig mir, was dort zu sehen ist. Esset Ma'on, Tal Leste Impedon, Iluren mit Ilurien, Feredain Ma'on, Oil Daumas. Also das träumt sich Jorvet? Ruhe und Geborgenheit und eine Pfeife im Mund? Tja, also er will irgendwann anscheinend zur Ruhe kommen, wenn ich es richtig verstanden habe. Ah, ein sonderlich mächtiger Traum ist das jetzt nicht, oder? Ein schöner Traum. Das schon. Was dauert denn da so lange? So. Wie muss ich immer erst klicken, bevor er was macht? Seltsam. Egal. Da ist noch ein Traum. Cool. Jetzt werde ich schon angefallen. Seht ihr? Verrückt. Kann ich dich kontern? Greif, wenn du angreifen würdest, könnte ich das bestimmt. Greif schon an. Geht doch. So. Ach, egal, du bist tot. Mehr geht's mir gar nicht. Ich suche jetzt so lange, wie ich kann, in den ganzen Gegner Kristallen und dann werde ich ja sehen. Ah! Das Einfrieren ist ja ziemlich cool, ne? Greifst du mich an, dann kann ich dich kontern. So, tja. Schnieke. Ich glaube, den Kristall habe ich jetzt schon genommen. Dann hebe ich doch hier mal den... den ganzen Berg an Sachen auf. Und das auch, und das auch. Gerade die Federn sind alle sehr, sehr wichtig. Ich denke, so langsam dürfte ich an die 60 Federn besitzen. Ich glaube, das kriege ich hin. Gibt es hier noch einen Traum? Nein, hier liegt eine Leiche. Wieder nur Oritz und diese Lederrüstung, die ich mittlerweile schon kenne. Da ist ein grüner Traum. Ah, greift mich an. Kommt schon. Kommt schon, ihr Hübschen. Na, tut euch weh? Ich weiß. Wie wär's mit Igni? Darauf steht ihr doch gar nicht. Ich weiß. Ich glaube, Quen ist gerade sinniger als...
als ich nehme. Töten, 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 töten. Schön. So. Nichts übersehen, wie immer. Her damit und her damit. Und nein, nein. Damit. Dankeschön. Herrlich. Dann muss ich hier noch einmal nach links. Da war ich noch nicht. Na, werde ich angegriffen? Noch nicht. Hier ist so ein komischer Kram. Da ist noch ein Traum. Ja, wie überraschend. Hey. Wie viele von denen laufen hier noch rum? Ja, denke ich mir auch gerade. Hier ist echt ganz schön was los. Ah! Wow, 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 wow! Also umkreisen lassen sollte man sich keineswegs, das ist ziemlich gefährlich. Der schnelle Kampfstil ist gegen die wirklich sehr effektiv, muss ich sagen. Yeah! Tja, das ist Hapien-Gulasch. Möchte jemand ein Stück? Weiß ja nicht. Weiß nicht, worauf ihr so steht. Ich stehe hier auf Buletten. Das nur so am Rande. Ach, was ich manchmal erzähle hier. Geht euch doch gar nichts an, eigentlich. Ach. Gibt Schlimmeres, als dass ich Buletten mag, oder? Da kann ich auch noch rauf. Aber ich glaube, da war ich doch schon. Ja, da war ich schon. Jetzt habe ich alle Träume. Okay. Den blauen und den Letus-Traum habe ich schon gesehen. Okay. Also... jetzt die nächsten. Was ist da hinten eigentlich? Nichts. Das ist einfach nur, wird einfach nur projiziert. So. Ein nach dem anderen. Den silbernen. Oh Götter, sie kommen! Sie dürfen mich nicht kriegen! In die Werkstatt! Dort finden sie es nie. Nur über meine Leiche, Dex Kerli! Nie erfahrt ihr das Geheimnis des Meisters Baltimore! Meister Baltimore? Ist das ein Schmied? Wow. Der Arme. Was war denn das? War das Erscheinung? Ganz schön creepy. Jetzt grün. Wessen Traum ist das wohl? Du bist so wunderschön wie eine Elfe. Komm her zu mir, du Held. Vögel mich in der Scheune. Hab ich ein Glück. Wollt bloß mit den anderen ein bisschen würfeln. Hol sie auch. Amüsieren wir uns. Oh, irgendein Held will wohl mit Saskia vögeln. Nicht übel. Sind das jetzt Träume, Sachen, die sie sich... die... unterschiedlich, oder? Das eine sind so Wunschträume und andere sind Sachen, die von denen die verfolgt werden. So kommt mir das vor. Oder so Albträume. Das hier war gerade auf jeden Fall ein Wunschtraum. Ein Bauer, der Saskia vögeln will. Okay, der letzte muss jetzt sein. Der Drache, oder was? Der Drache aus dem Prolog. Ich denke mal, dass der ziemlich mächtig ist, oder? So, ich hab alles. Juhu! Ah, und Baltimores Albtraum habe ich jetzt auch als Quest. Cool. Sehr cool. Und ich bin wieder ein Level aufgestiegen. Yes! Baltimores Albtraum. Ja, eindeutig Albtraum. Und habe ich jetzt sonst irgendeine Quest? Darf ich den Bauern fragen, warum er unbedingt mit Saskia vögeln will? Na okay, warum will er das wohl? Weil das eine geile Stute ist.
Aber ein Talentpunkt darf ich wieder verteilen und... Schaden plus 30%. Schadensreduktion plus 10%. Ob ich das wohl nehme? Ja, aber sowas von, Leute. Wahnsinn. Das ist geil. Aber vorher möchte ich noch... Auf jeden Fall, also beim Drosten Cecil Burden kann ich jetzt schon zwei Sachen abgeben. Harpienkönigin und Harpien selber. Und dann kann ich noch einen Sack voller Federn abgeben. Tja, das ging noch ziemlich easy. Ja, mittlerweile. Nicht nur mittlerweile, also jetzt bin ich wirklich richtig mächtig, würde ich mal behaupten. Hoffentlich wird das Spiel jetzt nicht zu leicht, aber selbst wenn. Ich meine, es sieht doch immer noch cool aus, oder? Ah! Und man muss ja trotzdem aufpassen, nicht getroffen zu werden, so wie ich gerade schön blöd bin. So, X! Zack! Ah, damit töte ich einen auf jeden Fall sofort. Okay, habe ich verstanden. Naja, schade. Ich dachte ein bisschen mehr. Alter, geht das schnell. Wow! Wow, das ist mal effektives Erledigen, eindeutig. Was wollte ich suchen? Harpienfedern. Habe ich jetzt genug? 94, ja. Ja, dürfte gerade so reichen. Aber ich glaube, je mehr wir haben, desto mehr kann ich verkaufen, oder? Wer weiß? So. Also, wieder raus aus der guten Stube, hoch in das Häuschen und dem Typen die Federn geben. Was mache ich danach? Danach gehe ich zum Drosten Cecil Burden, gebe die zwei Quests ab. Danach gehe ich zu Philippa Eilhardt und wir beenden diese... Wir können endlich Saskia heilen. Yay, wir haben endlich alles. Juhu. Hundertprozentiger Drachentraum. Ich meine, wow, der war ziemlich stark, oder? Ich weiß ja nicht, was die sonst für einen starken Traum sucht. Und hoffentlich steige ich noch ein Level auf durch diese Nebenquests jetzt. Würde mich sehr, sehr freuen. Ah, macht das Spaß hier. Okay, warum man jetzt da nicht rüberlaufen konnte, hab ich nicht verstanden, aber... Wo die Levelbegrenzung hinfallen, weiß halt kein Mensch. So, hi! Noch mehr Harpienfedern, wie bestellt. Gute Arbeit! Hier ist dein Lohn. Ich muss sagen, dieser Auftrag war reichlich seltsam. Das wäre noch nicht alles. Was? Oh doch. Nein? Ich habe ein ungutes Gefühl, aber bitte, sprich. Ich bräuchte noch ein paar Federn. Sagen wir 8. Du oder dieser Sammler? Er natürlich. Er. Ich verstehe nicht. Warum hast du nicht gleich gesagt, wie viele es sein sollen? Ich musste zuerst die Qualität der Ware sehen. Noch ein paar Federn. Entscheide dich. Ich bezahle extra. Ich überleg's mir. Ja, 8 dürft ihr jetzt erstmal haben. Ich hatte doch ganz schön viele gerade. Schauen wir nochmal nach. Ja, ich habe noch 40 Stück. Klar, nimm ruhig 8. Warum nicht? Ich habe die Federn. Saubere Schwungfedern. Ganz intakt. Hoffentlich reicht das jetzt. Ich schaue sie mir an und nehme die besten. Hier, dein Lohn und eine kleine Prämie. Was soll ich denn mit dem Rest machen? Weiß ich nicht. Ich brauche erstmal nichts mehr. Leb wohl. Ein Sack voll Federn. Besuche Elton später. Okay. Ich habe jetzt aber so viele Federn. Wohin des Weges? Tja. Schade. Also brauchst du erstmal keine Federn mehr. Quest immer noch nicht abgeschlossen? Meine Fresse. Das ist echt seltsam. Wer braucht denn so viele Harpienfedern? Ist das nicht irgendwie ein bisschen fast schon unheimlich? Wer weiß, was der Typ so macht. Ach. Naja, ich will es, glaube ich, gar nicht wissen. Welcher ist noch der richtige Weg? Was mache ich eigentlich? Ich glaube, ich laufe gerade ziemlich falsch. Wieso ist der Ton weg? Hallo? Komisch. Jetzt hier, genau, die Zutaten abgeben. Ah, da ist der Ton wieder. Puh, ich dachte schon, er ist weg. Das war bloß mit dem Wegfall der Musik so komisch. Warte mal.
Wo komme ich jetzt hier raus? Ich glaube, da komme ich da raus, den Weg, den ich vorhin meinte. Wenn ja, bin ich ziemlich sauer, weil der viel kürzer ist. Nämlich vorm Tor links und dann hinter diesen Wagen und... Hab ich doch gesagt! Scheiß Questmarker! Ich wusste es doch besser. Jetzt bin ich stinksauer. Aber. Ich beruhige mich lieber wieder und sage, die Zeit ist schon wieder abgelaufen. Tut mir leid, Leute. Aber allzu lange Parts will ich auch nicht aufnehmen, sonst dauert das Uploaden noch länger als sowieso schon. Von daher, es hat wieder Spaß gemacht und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei, wenn es wieder heißt, Let's Play Witcher 2. Mein Name ist Alex. Bis dann.